Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen Video an diesem wunderschönen Tag. Ich bin El Mago, euer Gastgeber in diesem Video. Heute mit der, mit dem Video. Junge findet Waffe bei den Eltern. Ja, also eine richtige Schusswaffe. Peng, peng. Und, okay, ich laber nicht lange. Los geht's. Dramatischer Einsatz für Julian Zimling und Lars Krapfen. Das ist so ein Polizeiauto, wie die gerade so am Berliner Essen sind. Oder Krapfen oder was ihr dazu sagt. Okay. Na, während einer kurzen Kaffeepause werden die Beamten von einem 12-Jährigen angesprochen. Ah, Kaffeepause. Die sitzen in ihrem Polizeiauto, wollten eigentlich gerade Käfkens und schön Berliner sich reinfetzen. Und dann wird hier klopft ein 12-jähriger Junge an. So, was gibt's denn jetzt? Was könnte so wichtig sein, die Polizisten bei der Mittagspause zu stören oder beim Kaffeekränzchen? Der sie noch auf die Spur eines gefährlichen Verbrechers führen wird. Nein. Ein Freund von mir hat eine Waffe unter dem Bett seiner Eltern gefunden. Ein Freund von mir hat eine Waffe unter dem Bett seiner Eltern gefunden. Verpetzt er jetzt einfach seinen Kollegen oder was? Okay, und? Einfach kurz Kollegen verpetzen. Und? Und? Er befürchtet, das ist die von dem neuen Freund seiner Mutter. Was? Ist es die von dem Freund von seiner Mutter? Also sein Stiefpapa, also, oder? Ja, Stiefpapa, wie auch immer, ne? Okay. Okay, und das ist was für eine Waffe? Eine Schreckschusswaffe oder was? Nein, eine richtige Schusswaffe. Eine richtige scharfe Waffe, die richtig schießen kann. Ja. Also, ja. Mhm. Das hat dein Freund erkannt. Ja. Das muss er ja echt erkennen, also ein Kind muss das ja erkennen können. Also ich könnte als Kind nicht eine Schreckschusswaffe von einer richtigen Waffe, glaube ich, unterscheiden, weil die sind schon relativ ähnlich. Was ist jetzt deine Frage? Was ist jetzt deine Frage? Wolltest du jetzt einfach nur so deinen Freund einmal verpetzen? Aber ist ja im Grunde süß, ja. Er macht sich da ja Sorgen, dass da eine richtige Waffe gefunden wurde. Weil, klar, eine richtige Waffe ist natürlich auch gefährlich. Ja, also... Ob er jetzt Ärger kriegt und seine Mutter. Okay, und warum? Ob er jetzt Ärger kriegt und seine Mutter. Fragt er das nicht selber? Weil er hat Angst, dass er Ärger kriegt und seine Mutter. Mhm. Und das ist bestimmt ein Freund von dir, ja? Ja. Weil man kennt so die Geschichten, ne? Ein Freund von mir hat ein Problem und dann ist meistens der Freund... Derjenige selbst halt. Ja, eben, so wollte ich gerade sagen. Da hat der Polizist komplett recht. Nicht, dass er so redet, ja, ein Freund hat gefunden, so damit er aus dem Schneider ist. Aber nein, ich glaube, er hat die Waffe gefunden, hat super Angst jetzt natürlich, weiß nicht, wie er damit umgehen soll, will mit der Polizei reden. Er verpfeift jetzt natürlich total den Freund seiner Mutter, aber es ist natürlich, ja, es geht damit zur Polizei, weil er sich Sorgen macht. Warum hat der Stiefpapa eine Waffe einfach unterm Bett? Das wollte er so verklickern, aber du bist leider aufgeflogen, Kollege. Ich glaube, das bist du nämlich selber. Ja, das Problem. Sonst würde der Freund ja auch selber zur Polizei gehen. Problem hat, ne? Kann das so sein, dass du das vielleicht bist? Nee, das ist mein Freund. nee, das ist mein Freund. Ich habe auch jetzt auch keine Zeit, ich muss jetzt abgehen. Okay, warte mal. Ich habe keine... Ja, schnell aus der Affäre ziehen jetzt. Das war jetzt sehr auffällig, Kollege. Ich weiß nicht, wie du heißt, ja, aber das war jetzt sehr auffällig, dass er schnell jetzt weg muss. Nee, bleib mal schön herkommen, Freundchen. Schön stehen bleiben. Jetzt hast du uns aber neugierig gemacht. Ja. Erzähl doch mal. Wie heißt der Freund denn überhaupt? Es geht gar nicht um meinen Freund, es geht um mich. Aha. Ja, es geht nicht um mich, das war klar. Mal raus jetzt, du brauchst auch gar nicht anfangen zu lügen. Ich meine, die Polizisten sind doch nicht von gestern. Heinrich und, Frederik. Ja, keine Ahnung, wie die heißen. Ich nenne die jetzt einfach Heinrich und Frederik. Ich finde, er könnte echt Frederik heißen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Frederik oder wie ein Philipp. Ist der Kollege, klar, ist er der, dass der, er hat versucht, das über den Freund zu laufen zu lassen, aber nein, er ist selber derjenige, der die Waffe gefunden hat. Geht um dich. Ja, ich habe die Waffe unter dem Bett von meinen Eltern gefunden. Wie heißt du? Tim Becker. Wo wohnst du denn? Tim Becker. Da hinten, Rheindorfer Straße 54. Eieiei, der verpfeift jetzt natürlich komplett seine Eltern, weil wenn die Waffe natürlich illegal besitzen, dann kann das eine richtig dicke Strafe sein, ne? Weil ich glaube, illegaler Waffenbesitz ist richtig deftige Strafe, Leute. Und er hat natürlich jetzt in gewisser Weise seine Eltern schon ordentlich verpfiffen, aber im Namen der Gerechtigkeit. Und vielleicht passiert ja nur dem Freund von seiner Mama was, seiner Mama vielleicht ja nicht. Vielleicht weiß seine Mama nicht mal was davon. Nicht weit von hier. Wollen wir dann mal hinfahren mit dir da? Ja. Brauchst du ja keine Sorgen machen, ist ja gut, dass du Bescheid gesagt hast, aber dann gucken wir einfach mal nach, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Genau, ist deine Mutter vielleicht zu Hause jetzt? Ja, also meine Mutter müsste zu Hause sein, aber der Freund, glaube ich nicht. Dann sprechen wir einfach mal mit der, okay? Und dann schauen wir mal, wie alles weitergeht. Mach dir keine Sorgen, okay?
Der Tim hat uns hier von der fragwürdig gelagerten Waffe erzählt. Wir wollen das jetzt einmal überprüfen, einfach ob diese Waffe überhaupt besessen werden darf und ob da vielleicht Verstöße vorliegen. Ach Sünde, der Tim hat sich richtig Sorgen gemacht. So, der hat diese Waffe gefunden und fragt so, wieso liegt da jetzt eine Waffe? Und geht einfach während des Kaffeekränzchens zu zwei Polizisten und sagt denen das. Das ist schon süß irgendwie. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie die Waffe legal besitzen. Aber da wir hier uns natürlich eine Geschichte angucken, wo bisher was passiert, kann ich mir vorstellen, dass die illegal ist. Uiuiui. Das sieht eine Mutter auch nicht gerne, ja? Der Sohn mit zwei Polizisten vor der Tür. Schrecken, Polizei, Zimling, Kollege Greiner. Ja, wir würden uns gerne mal mit Ihnen unterhalten. Sind Sie die Mutter von Tim? Ja. Ja, können wir mal reinkommen? Ja. Was passiert? Was gemacht? Uiuiui. Ja. Uiuiui, da macht man sich als Mutter natürlich sehr krasse Sorgen, ne? Wenn der Sohnemann einfach mit zwei Polizisten vor der Tür steht. Vielleicht. Das kann nichts Gutes heißen, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das kann nichts Gutes heißen. Tim, erzählst deiner Mutter einfach mal die Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, dann erklärt sich ja wahrscheinlich schon einiges von selbst. Okay, also ich hab eine. Die Mutter danach so, Digga, du bist die größte Petze überhaupt. Nein, Spaß, ich glaube, die weiß selber nicht davon. Waffe unter dem eurem Bett gefunden. Waffe? Tim, das ist aber jetzt, ne? Das ist wieder so ein Spukgespenst von ihm. Uiuiui, die weiß davon. Und die versucht das jetzt gerade zu bügeln. Die so, Tim, was erzählst du dem Polizisten da? Oh nein, jetzt sind sie aufgeflogen, verpetzt vom eigenen Sohn. Aber der hat das nicht böse gemeint. Beziehungsweise ist es auch gut so, weil illegaler Waffenbesitz soll natürlich nicht klar gehen. Geht natürlich nicht klar. Ich habe seit 2 Monaten einen neuen Freund und er kommt nicht so gut mit ihm klar. Aha. Seitdem ist er auch immer mal wieder zickig und so. Aber ist ein Spukgespenst. Also die verkauft dem Polizist jetzt einfach, dass der rumlügt oder sich irgendwas ausdenkt, der Sohn. Der Dennis, der bemüht sich wirklich sehr um ihn. Und er darf noch nicht mal Spielzeugwaffen haben. Als würde ich dem Dennis jetzt erlauben, hier bei uns eine Waffe zu haben. Na gut, der Tim kam jetzt aber zu jetzt uns drauf? Und der hat sich halt wirklich allen Mut zusammengenommen und das auch dann erst nicht so geschildert, als wenn er das gefunden hätte, sondern ein Freund. Also das hat ihn wirklich ein bisschen Überwindung gekostet. Mhm. Und also wir gehen jetzt eigentlich nicht davon aus, dass er uns hier Quatsch erzählt. Nee. Können wir vielleicht einfach... Also warum sollte er sich das ausdenken? Jetzt wird die Polizei natürlich hellhörig. Die Mutter streitet das ab und die wollen natürlich jetzt wahrscheinlich unter dem Bett nachschauen. Können wir mal nachschauen, wo diese vermeintliche Waffe sein soll. Vielleicht lässt sich ja dann eigentlich... Ich weiß es ja nicht. Jetzt bin ich ja mal Kannst gespannt. Kannst du uns das mal zeigen, ja? Gut, dann... Gehen Sie vielleicht mal mit vor. Hier unter dem Bett? Ich sehe keine Waffe. Ja, das sind ganz normale Klamotten halt von uns. Aha. Na Tim, wo ist sie denn? Sicher, dass sie da war? Tim, das ist nicht witzig, wenn du für sowas die Polizei rufst. Das ist dir klar, ne? Ja, wenn aber das jetzt gelogen ich lüge ja gar nicht. Oha, oha, alter Schwede, jetzt wird's heikel. Ich habe gedacht, die ist jetzt einfach da. Ja, dann ist das ja eindeutig, dann wird geguckt, haben die einen Waffenschein? Wenn nicht, dann wird da natürlich, gibt's da eine dicke Strafe. Aber die Waffe ist einfach nicht mehr da, wo Tim sie gefunden hat. Ich weiß nicht, ein paar Tage vorher oder einen Tag vorher. Vor allem, warum hat die Mutter die jetzt verlagert? Hat sie gemerkt, dass Tim die gefunden hat? Hat sie schon von Weitem gesehen, dass die Polizei irgendwie kommt und hat sie noch schnell versteckt? Das wäre natürlich jetzt mal sehr interessant zu wissen. Das ist natürlich komplett verrückt jetzt. Die ist einfach nicht mehr da. Und Tim schwört natürlich, dass er die da gesehen hat. Aber die Polizei, man geht ja eher erstmal von der Unschuldsvermutung aus. Und man geht jetzt davon aus, dass die da tatsächlich nicht ist. So, sonst kann man ja nicht einfach der Frau jetzt unterstellen, dass da eine Waffe ist. Kann ja sein, dass Tim wirklich irgendwelche Hirngespenste redet, ne? Ja, wo ist die Waffe denn da? Weiß ich nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass er die Wahrheit sagt. Ich hab, ist auch ja, ich auch. Also ich bin komplett auf Tims Seite. Also warum sollte sich ein 12-jähriger Junge sowas ausdenken? Also was soll das so? Ich bin auch total erstaunt, dass die Waffe nicht da ist. Also das kann der Junge nicht spielen, meiner Meinung nach. Können Sie mir mal den Namen sagen von Ihrem Freund? Der heißt Dennis Rogge. Dennis Rogge, ja. Okay. Ich würde ihn einfach mal jetzt kurz mal abfragen, ja? Und dann schauen wir mal weiter, ja? Okay. Einen Moment. Tim, du erzählst uns hier aber wirklich die Wahrheit, ja? Ich erzähle euch die Wahrheit.
Also Tim, du erzählst uns sie aber kein Homebook, ne? So, Freunde, machen wir kurz die Grüße. Grüße gehen in diesem Video raus an die Margangster, an Isabella, an Melanie und an Nicole. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, folg mir einfach auf Instagram, schreib mir eine DM oder kommentiere irgendwie einen beliebigen Beitrag und dann suche ich mir 3 Leute raus und dann werdet ihr vielleicht auch gegrüßt. Aber wichtig ist, dass ihr mir auf Insta folgt. Viele wollen gegrüßt werden, schreiben mir, aber folgen mir gar nicht. Das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Und ist das denn tatsächlich so, dass der Dennis, dass der so nett zu dir ist, also dass er sich Mühe gibt? Wenn sie weg ist, ist er richtig gemein zu mir. Der Junge verpfeift den Dennis komplett und seine Mutter auch. Also der ist immer nett, ja, wenn meine Mutter dabei ist, aber sobald sie weg ist, ist er total doof zu mir. Diese knallharte Ehrlichkeit vom Sohn feiere ich. Wie meinst du das? Ja, ist mein Ernst. Er ist immer gemein zu mir. Ui. Aber der ist doch immer, guck mal, wenn wir was zusammen machen, ist der immer lieb, der bemüht sich. Wenn wir was zusammen machen, ist der doch immer lieb. Ey, wie naiv ist denn diese Frau? Ja, aber warum sollte sich Tim das ausdenken? Glaubst du ernsthaft, ein 12-Jähriger denkt sich jetzt aus, jo, der ist böse zu mir? Nein, Kinder sind meistens sehr ehrlich, die können nicht gut lügen. Ich immer mit Spielerabende, was er vorschlägt. Wenn man eine neue Partnerin oder einen neuen Partner bei sich einziehen lässt, ist dies generell mit gewissen Risiken verbunden, weil man weiß noch nicht allzu viel über den anderen oder die andere. Insbesondere wenn Kinder im Spiel sind, sollte man da auf Nummer sicher gehen und möglichst viel vorher voneinander erfahren. Das kann dann letztendlich, wenn es nicht der Fall ist, zu bösen Überraschungen führen. Der schreit mich an und sagt, ich soll auf mein Zimmer, dass ich mich benehmen soll und dass ich nicht so oft, dass ich mich mit ihm besser verstehen soll. Aber das geht halt gar nicht, wenn er mich die ganze Zeit so anschreit. Okay, also das ist jetzt aber nicht das, was Sie gerade geschildert haben. Nein, also er will immer letztens in den Zoo mit ihm, Spieleabende, da verweigert er das. Also wenn ich sehe ihn immer nur, dass er sich bemüht, auch beim Essen und so. Ja, also aber hast du schon mal vielleicht darüber nachgedacht, dass Dennis natürlich vor dir sich bemüht, damit du nicht auf komische Gedanken kommst oder denkst so, die verstehen sich ja gar nicht. So macht doch jetzt Dennis den Eindruck, dass er sich gut versteht mit deinem Sohn, aber tut er vielleicht gar nicht. Er macht es vielleicht einfach nur, damit er mit dir zusammenbleiben kann und vielleicht macht er das auch einfach nur, um eine Wohnung zu haben. Jetzt führe ich das mal weiter. Ja, vielleicht ist er einfach nur mit dir zusammen und scheint sich mit dem Sohn gut zu verstehen, also vor ihr, damit er vielleicht einfach bei ihr schlafen kann. Also ich verstehe das jetzt nicht. Ich habe auch eine recht unerfreuliche Info. Zum einen ist keine Waffe zugelassen auf Dennis' Rogge. Okay. Ist okay. Also wir wissen ja noch nicht, ob eine Waffe existiert. Es ist ja eine vermeintliche Waffe. Die wurde jetzt ja nicht gefunden. Also okay. Aber er hat keinen Waffenschein. Keine Waffe ist auf ihn zugelassen. Zum anderen hat der Mann eingesessen wegen bewaffneten Raubüberfalls. Oh, okay. Da haben wir's. Der war schon im Knast wegen bewaffnetem Raubüberfall. Weiß das seine Freundin? Beziehungsweise ist es dann natürlich sehr naheliegend, dass er tatsächlich eine illegale Waffe unter dem Bett in der Kiste hatte, ja? Da wird Tom vielleicht richtig das entdeckt haben. Was? Bank, ja. Oh. Das ist aber nicht der Dennis Rogge, oder? Weil das hätte er mir doch gesagt. Da besteht jetzt nicht kein Anlass zur Verwechslung. Also das. Nee, kein Anlass zur Verwechslung, weil es vielleicht nur einen Dennis Rogge gibt, beziehungsweise der Wohnort irgendwie übereingestimmt hat und so weiter. Er hat sie natürlich nicht erzählt, ja, weil sie möchte natürlich nicht, also er möchte nicht, dass sie weiß, dass er ein Krimineller ist und mit einem kriminellen Menschen überlegt man sich auch dreimal, ob man mit dem zusammenkommt und er hat es dann einfach vor ihr verschwiegen. Das ist schon so. Der hat gesessen? Er hat gesessen, wie lange ist er denn schon wieder raus? Seit kurzem erst. Ja, und sie sind ja auch seit kurzem erst wieder zusammen. Aber der war doch beruflich unterwegs, ja, also... Na gut, jetzt macht die Geschichte natürlich eventuell... Wer war beruflich unterwegs, hat er erzählt? Nee, der war im Knast. Sinn, wenn es da wirklich eine Waffe gibt und wir kennen jetzt den Hintergrund von dem Herrn Rogge, dann besteht natürlich da schon erhebliche Gefahr, dass hier wieder Straftaten in der gleichen Richtung begangen werden. Haben Sie vielleicht, wissen Sie, wo der sich auffallen könnte oder haben Sie eine Handynummer für uns? Das ist nicht eine Handynummer, ja. Einen Moment. Och, Tim... Ja, Tim, komplett den Vater den Stiefpapa in die Pfanne gehauen, ne? Aber der ist ja eh blöd zu ihm und ist noch ein Krimineller, so dann, ja. Kein Mitleid. Ja, danke. Wie gesagt, wir können halt nicht ausschließen, dass der Herr Rogge möglicherweise wieder Straftaten plant oder gerade dabei ist, die zu begehen. Ich würde mal eine Ortung veranlassen. Ja. Das tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Nachdem die Dienststelle das Handy von Dennis... Na, immerhin ist die Mutter eher auf Tims Seite.
Und die Liebe zu Tim ist auch wichtiger als jetzt irgendwie ihr neuer Macker da, der anscheinend ja eh richtig doof zu Tim ist. Das Rogge geortet hat, machen sich die Beamten sofort auf den Weg dorthin. Okay, das Handy wurde geortet. Als sie an einer alten Burgruine ankommen, platzen sie in einen heftigen Streit. Warte mal, ich höre was. Warte mal. Vorsicht. Ich hab nichts für dich. Ich hab es nicht mehr. Es weckt mir mein Geld. Wenn du Kohle brauchst, musst du neue Dinge kaufen. Die streiten sich um Geld. Diesmal ist nicht so wie lassen. Ja, wenn du Kohle brauchst, streiten sich um Geld. Der ist nur mit der Frau zusammen, damit er eine Wohnung hat. Damit er untertauchen kann und ein Dach über den Kopf hat, weil der hat gar kein Geld. Ich will die Hälfte von der Beute haben. Die Hälfte von nichts ist auch nichts, ist weg. Die Hälfte von der Beute. Also es geht immer noch um den bewaffneten Raubüberfall bei einer Bank oder so. Und die Hälfte davon will er haben. Aber er sagt, es gibt gar nichts. Die Hälfte von nichts ist auch nichts. Also irgendwie ist das Geld weg oder haben die gar nichts erbeutet? Also das frage ich mich jetzt, wo soll denn das Geld sein? Du weißt, ich bin süchtig, Mann. Ist weg. Die Kohle ist weg. Ich hab nicht umsonst 6 Jahre im Knast gesessen. Selbe Schuld, wenn du dich erwischen lässt. Was soll das denn? Deswegen ist die Knarre nicht da. Die hat Dennis bei sich. Der hat die Knarre bei sich. Dass die Mutter das nicht bemerkt, dass der da manchmal an die Kiste dabei geht und so, ne? Also wirklich, man muss sehr naiv sein, damit man solche Dinge nicht mitbekommt. Bedroht ihn jetzt mit der Waffe, weil er Geld haben will. Was soll das denn? Der hat eine Knarre rausgeholt gerade. Tu das Ding weg, Mann. Vorsicht. Müssen wir dich da dran? Ja. Ich bin süchtig, wahrscheinlich spielsüchtig. Der hat die ganze Beute, was die erbeutet haben bei dem Raubüberfall, hat der verzockt, verspielt in der Spielothek, in der Spielhalle. Und der Dennis war im Knast in der Zeit. Was bist du damit? Willst du mich abknabbern? Was bist du? Sonderlich, pass mal auf. Bleib mal ruhig. Komm mal runter, Alter. Polizei, keine Bewegung. Uiuiui, die laufen. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey! Hier gepasst. Und den anderen haben Hände die auch. Hände auf den Rücken. Ich hab nichts gemacht. Schön ruhig bleiben. Verdammte Scheiße. So. Treffpunkt war da irgendwie eine alte Ruine oder so eine Burg. Ich hab nichts gemacht. Ja, Mann, das tut weh, Mann. Ja. Ja. Genau. So, schön ruhig bleiben. Ist doch gar nichts passiert, Mann. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Schreit da rum die ganze Zeit. Verbrecher irgendwie überhaft oder so ein Scheiß. Ist gut, komm. So, hoch. Alles gut. So. Ja, Mann, Schluss jetzt. Du blöder Penner, du. Du hast die Schnauze. Du hältst die Schnauze? Der hat die ganze Beute verzockt. Und der war im Knast in der Zeit. Eieiei, das ist ein Verbrecher. Und das ist schön, dass Tim damit zur Polizei geht, weil ich glaube, die Mutter war das auch nicht bewusst. Der Mutter war das nicht hier bewusst. Hier ist jetzt mal Ruhe, ja? Kleines Arschloch da. Wir sprechen uns hallo, doch. Hallo, Fresse. Da zeige ich dir welche. Wir sind schnell. Wie die sich weiter anpöbeln. Zwei Vögel dann überhaupt. Ha? Ich bin niemand. Sag mal deinen Namen, ha? Wer seid ihr zwei Vögel überhaupt? Der Polizist. Der bezeichnet dich einfach als Vögel. Das ist aber unseriös, oder? Sagt man doch als Polizist nicht. Ich hab keinen Namen. Ich hab einen Ausweis. Hast du auch einen? Ich hab einen. Ach, guck mal, das ist der Herr Rogge. Herr Rogge hat zurzeit eine Bewährungsstrafe. Hier hat er natürlich deutlich strafrechtlich gehandelt. Oh nein, eine Bewährungsstrafe. Das heißt, er hat Auflagen. Das heißt, er darf bestimmte Dinge nicht tun. Vor allem während der Bewährungszeit mit einer Waffe nochmal erwischt zu werden, also verschlimmert die Strafe auf jeden Fall auch noch. Sprechen kann das sehr gut sein, dass er jetzt wieder in die JVA wandert. Was ist denn hier wohl los? Also ganz illegaler Waffenbesitz während der Bewährungsstrafe, da musst du in den Knast. Da gehst du wieder... in die Vollzugsanstalt. Kann man das erklären? Um welche Kohle geht's denn hier? Was für Kohle? Kohle? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Mann, Leute, wir haben euch gehört. Wir haben euch gehört gerade. Geht's um die Kohle aus dem Bankraub? Was für ein Bankraub? Ha? Dafür habe ich gesessen 6 Jahre. Genau, wofür du gesessen hast. Und dafür gehst du jetzt wieder rein hier für die ganze Scheiße hier. Wasser. Du blöder Penner, du. Also der hat 6 Jahre dafür gesessen, geht jetzt wieder auf den Typen zu und will noch immer wieder sein Geld vom Banküberfall. Ist natürlich, wenn er erwischt wurde, ja, so, den anderen haben sie anscheinend nicht erwischt, den vom Banküberfall haben sie nicht erwischt, aber jetzt haben sie ihn ja auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ne, so, mit dem Geld ist natürlich ärgerlich. Du hast 0 Euro gemacht und musstest sogar 6 Jahre in den Knast. Also was lernen wir daraus, Freunde? Überfallt macht keinen Raubüberfall, es bringt doch nichts, das ist ein Bumerang. Dennis Rogge wurde wegen Bedrohung und unerlaubtem Waffenbesitz zu... Drohung, was er gerade gemacht hat, und unerlaubter Waffenbesitz? ...einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Okay, 6 Monate Gefängnis. Okay, ja, hätte ich ein bisschen krasser gedacht. Also ich hätte gedacht, während Bewährung, das ist 1-2 Jahre. Und der andere?
Einem Komplizen Ian Fraser konnte die Tatbeteiligung an dem Banküberfall doch noch nachgewiesen werden. Nein! Dem Ian Fraser konnten die den Banküberfall nachweisen. Der muss dann ja auch locker 6 Jahre jetzt nochmal in den Knast. Er erhielt eine Haftstrafe von 6 Jahren. Ja. Wahnsinn, Freunde. Das war's mit der Folge Blaulicht-Support. Ganze Folgen seht ihr auch auf RTL Plus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier könnt ihr mein Instagram abchecken. Hier seht ihr 2 andere coole Videos. Und dann sag ich vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen. Ciao, ciao.